Oh, die sehen echt voll knuffig aus, aber wir kommen noch nicht durch. Und Hallöchen. Sie liebt diesen Laden, weil hier eine ganze Menge Pflanzen rumstehen. Alles klar. Schöne Kakteen, Pilze und leckere Kräuter. Vielleicht fängt sie irgendwann ihre eigene Sammlung an. Kannst du gerne tun. Du musst sie nur am Leben erhalten. Oh, interessant. Hehehe. Wir kriegen neue Socke. Sehr schön. Dann hat sich das mit der Quest erledigt. Hier gibt es das übliche Zeug. Und bei dir kann ich solche Sachen verkaufen. Alles klar. Ich habe hier eine Menge Zeug, das ich garantiert nicht in den Mengen brauche. Außer vielleicht aus der letzten Reihe. Die Sachen sind selten. Ist das die Stückzahl? Nee. Der Preis. Okay. Auch davon können wir doch mal 10 Stück verkaufen. Von denen haben wir vielleicht nicht so viel. Davon können wir mal 10 Stück verkaufen. Ja, weil ich auf Easy spiele, habe ich nicht ganz so viel Loot wie sonst. Aber komm, Erdklumpen? Ne, doch gar nicht so viele. Aber Ziegel, wofür brauche ich so viel Ziegel? Komm. Doch, da kann ich bestimmt auch. Federn. Ja, davon aber nicht so viele. Davon können wir sogar 20 verkaufen. So. Oh, wow. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Kräuter? Nee. Nee, die Sachen in der untersten Reihe sind immer die seltensten. Man könnte zwar hier kaufen, aber schaut euch die Preise an. Oh, ist das teuer. Nein, lieber nicht. Wir könnten Buffs kaufen. Die würden auf jeden Fall weitere epische Kämpfe einfacher machen. Ja, im Westen ist der Eingang zu den Mystic Woods. Allerdings brauchen wir eine Axt, um da reinzukommen. Ich habe eine zu Hause. Allerdings sind in dem Wald in letzter Zeit sehr seltsame Sachen passiert. Leute sind losgezogen und irgendwie später als untote Monster wiedergekommen. Und haben jetzt das Dorf auch ziemlich oft angegriffen. Ja, das ist ja so offensichtlich, müssen wir jetzt hingehen und das Ganze natürlich auskundschaften. Oh, du bist so mutig. Ja. Verlieb dich noch nicht in ihn. Ja, auf jeden Fall fängt er langsam an, Freude daran zu haben, Leuten zu helfen. Solange es nicht um Geister geht. Alles klar. Außerdem müssen wir ja immer noch zu dem Floßbauer in den Wäldern. Ja. Und außerdem, vielleicht wird auch noch ein paar Items da drin, die nützlich sein könnten. Und diese Slime-Cat sieht total süß aus. So. Was habt ihr zwei denn zu erzählen? Wollt ihr in die Mystic Woods? Ihr solltet vielleicht nicht unbedingt reingehen, außer ihr wisst, was ihr tut. Es ist ein typisches Labyrinth dort. Ja, wir müssen zum Floßbauer. Ja. Okay, mit dem NPC reden wir jetzt gerade das erste Mal. Der weiß das natürlich noch nicht. Und durch die Wälder ist der einzige Weg. Außerdem werde ich meine Heimat vom Monster beschützen. Oh, ich glaube, dass du das schaffst, Anna. Aber die Leute, mit denen du dich da, mit denen du dich da herumtreibst, die sehen irgendwie ein bisschen verloren aus. Im Wald gibt es allerdings zwei wichtige Schätze, die ermöglichen, den Floßbauer zu erreichen. Einfach die Augen danach offen halten. Und pass auf, dass die laufenden Bäume dich nicht kriegen. Es gibt sowas wie laufende Bäume nicht. Sie will uns nur erschrecken. Sicher? Er hat einen Spiegel zerbrochen und ist deswegen jetzt mit Pech verflucht.
Er schwört allerdings, dass der Spiegel auf ihn zugeschwebt kam, als wenn er lebendig wäre. Seltsamste Monster kommen aus diesem Wald diese Tage. Ein bisschen Verstärkung wäre ganz nett. Klar, wir sind eure Verstärkung. Wir kommen gleich. Im Norden ist Annas Haus. Und ein Schrein. Interesting. Aber irgendwie möchte ich noch mal kurz in die Bücherei. Nur ganz kurz. Reinschauen. Wie groß sie ist. Und ob hier vielleicht noch irgendwas rumliegt, was wir mitnehmen können. Oh Gott, sie kriegt Herz in Augen bei so vielen Büchern. Und da ist wieder einer aus Katamari Damacy. So ein kleines Männlein. Ist aber nicht der Prinz. Der Prinz ist grün. Ist einer von seinen Cousins. Ist die Hölle für ihn. Er hat jetzt schon Langeweile. Er liest nicht sehr gerne. Oh, ein Besucher. Willkommen in der Bücherei. Wir haben Bücher über alles, was du wissen willst. Wenn du mehr über Kampfmechaniken oder sowas wissen willst, schau dich einfach mal um. Unsere Monsterjagd-Sammlung ist besonders beeindruckend. Matt begnügt sich damit, einfach auf die Dinge draufzuschlagen und zu sehen, was passiert. Allerdings, ja, könnte man hier natürlich ein bisschen was gucken. Dann kann ich alles nur mit Gewalt lösen. Okay. Da stehen einfach nur ganz viele Spieletipps. Ob man lieber scannt, wie man an Skills kommt. Skills in Combo setzen. Darauf achten, ob ein Skill magisch oder physisch ist. Ja, okay. Also nichts ganz Besonderes jetzt wie die Monster History bei Undertale oder so in der Bücherei. Das wusste ich allerdings noch nicht. Charaktere im Backup werden automatisch geheilt. Cool. Es kostet keine Runde, das habe ich schon bemerkt. Aber dass sie geheilt werden? Ah. Das würde Runden sparen. Das würde Aktionen sparen, wenn man nur einen heilen müsste. Könnte der Heiler dann stattdessen, also statt zu heilen, dann angreifen. Außerdem erlaubt es, Skills mit Cooldown öfter anzuwenden. Okay, das klingt ja mal richtig cool. Ja, Gegner vielleicht mit irgendwelchen Statuseffekten schwächer machen, ist auch möglich. Gut, bei Bossen ist es oft sehr schwierig. Was habt ihr denn hier? Ich habe jedes Buch hier gelesen, sie bringen mir aber nicht viel, weil sie alle ums Kämpfen gehen. Und ich habe sehr schlechte Werte bei der Geburt gewürfelt. Oh Mann. Ich würde in einem echten Kampf sowieso schnell getötet. Naja, es gibt mehr zum Leben als nur Monster zu bekämpfen. Da gebe ich Anna recht. Oh, ich bin neidisch auf dich, Anna. Aber du hast ein paar seltsame Freunde mitgebracht. Ja, die sind schon ziemlich komisch. Okay. Aha, ihr seid auf einer Quest, richtig? Habt ihr schon mal ins Optionsmenü geguckt? Da kann man die Schwierigkeit verändern. Ja. Deswegen bin ich auf Zero. Da gehen die Kämpfe nämlich so schnell. Bitte rede nicht mit mir. Ich mache nur eine kurze Pause, um meine Konzentration wieder aufzuladen. Ich muss bald weiter studieren.
Alles klar. Da ist der Computer. Mit dem ich aber nichts machen kann. Aber gut. Kann ich mit dem Stapel Zettel da was anfangen? Da hat wohl jemand eine alte Legende studiert. Es heißt, dass es drei spirituelle Steine in dieser Welt gibt, die ein Portal in eine andere Welt öffnen können. Allerdings weiß niemand, der heute noch lebt, was sich in dieser mysteriösen Welt verbirgt. Anspielung für Side Dungeon oder sowas? Ah ja. Die Gegner können ja manchmal aufgeben, das haben wir schon gesehen. Hängt allerdings vom Verhältnis der Gesundheit von beiden Seiten ab. Gegner geben auch auf, wenn alle Spieler den liebhabenswerten Status haben. Dabei hätte ich Lanz vielleicht überzeugt. Oh Mann. Wie oft eine Box wackelt, wenn man einen Gegner versucht einzufangen, zeigt einem, wie gut die Chancen sind. Dreimal schütteln heißt, man war schon ziemlich nah dran. Weniger heißt, naja, gut. Es gibt keinen Zufall. Es ist nicht wie bei Pokémon mit den Pokébällen. Sondern es ist wirklich fix. Das weiß ich schon. Es gibt Ausrüstungen, die die Chancen erhöhen, den Monster zu fangen. Und es gibt Ausrüstungen, die Konter auslösen, die vielleicht das Monster beabsichtigt töten. Ja. Das sollte man natürlich nicht benutzen. Spüren die Bienen da so rum? Ich finde das irgendwie irritierend. Aber okay. Ihr Haus wäre hier oben, hat sie gesagt. Da. Ja, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Ich kann es nicht glauben, dass ich etwas sehr merkwürdiger Gesellschaft mitgebracht habe. Aber naja. Ich stelle euch mal vielleicht meinen Eltern vor. Du lebst immer noch bei deinen Eltern? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin ein Cartoon-Charakter. Ich kann so alt sein, wie du mich haben willst. Wie praktisch, meint Lance. Alles klar. Der denkt gleich wieder irgendwelche Dinge. Lass es, Lance. Wo geht's denn dahin? Schieberitze! Hier gab es mal einen Wald namens Ashwood. Aber naja, der ist abgebrannt. Dafür sind jetzt diese ganzen Bambussprossen, diese ganzen Bambuspflanzen überall rausgesprossen. Interesting. Aber wir wollen ja nach Westen. Soll ich das Schieberätsel versuchen? Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Hat hier nicht gerade was geblinkt? Huch, da ist ein Gegner. Der Tintenfisch hat aber sehr seltsam lange Arme. Der ist bestimmt kein Kind mehr. Der ist ja so groß wie ein Haus. Das ist aber ein sehr kleines Haus, wenn der gerade mal so ein Stückchen größer ist als du, wenn du meinst. Hast du eigentlich Angst vor Käfern? Ach komm, die hat aber bestimmt keine Angst vor Käfern. Ja, pinkes Tentakelmonster und einem Würmchen mal wieder. Der ist aber irgendwie total putzig. Aber leider sieht er wieder so total schwach aus. Blitzschläge. Töte ich dich damit? Nein, gut. Töte ich dich damit aus Versehen? Ja, verdammt. Bitte nicht den toten Wurm essen. Das bekommt ihr nicht. Ja, das sollte man ihm auf jeden Fall mal sagen. Soll ihr das nochmal machen? Und dann probieren wir mal, ob der gelangt. Nope, der ist langte noch nicht.
Machen wir mal ein paar Debuffs drauf. So. Au. Bitte nicht rumtentakeln, das ist eklig. Hauen wir ein paar schöne Debuffs drauf. Wir hatten doch noch einen Busch. Hier. So. Reicht das jetzt? Jawohl, das hat gereicht. Und noch ein Neuzugang. Oh, wow. Lenz, weil er so daherhängt, kriegt er eine Menge Fortschritt auf den Balken. So. Dann habe ich jetzt da wohl einfach gerade nur das Blinkern sehen, was die da gemacht haben. Okay, das bringt mir so wenig. Nee, das bringt's nicht. Aber ich habe vielleicht eine Idee. Wie ich da dran komme. Vielleicht. Noch nicht so ganz sicher, ob es funktioniert, was ich da vorhabe. Ja, doch, hat geklappt. Silber. Komm, die Kiste da holen wir auch noch. Hinter den Katzen. Aber da gehen wir ins Haus. Holen die Axt und gehen ab in den Wald. Das sind ja neue Katzen. Nee, das werden die nicht überleben. Das würden die nicht überleben. Ninjas. Hattest du nicht... Tötet er die jetzt? Wahrscheinlich. Ja, der ist zu stark. Das haben die Katzen-Ninjas nicht überlebt. Aber da sind noch mal welche. Okay. Nein, das war zu stark. Die Nolex-Puppe haben wir schon. Gott, die kann man nicht angreifen. Den können wir auch nicht angreifen. Danke dafür. Mäh. Blöde Puppe. Aber dich können wir angreifen. Das steht noch. Mäh. Das wird noch nicht reichen. Fog of War. Erhalte den Shroud-Status. Er kann nichts mehr sehen. Nein, nicht den. Den wollte ich doch gerade fangen. Oh, blöde Bombe. Und mit dem kann ich nichts machen. Weil er noch lovable ist. Die sind beide noch zwei Runden lovable. Wenn, dann könnte ich umdrehen. Der war das mit dem Umdrehen, nein. Wer von euch war das mit dem Effekt umdrehen? Ja. Gilt das auch für lovable? Nein, tut es nicht. Wieder was gelernt. Will den Ninja da haben, verdammt. Dieser Shroud-Status ist fies. Weil ich seine HP nicht mehr sehen kann. So, jetzt. Nein, falsch. Du machst dann dort. Oder auch nicht.
Jetzt macht sie mal nicht die extra Attacke dran. Jetzt hätte ich es gebraucht. Toll. Das ist der Berserker-Modus. Und lässt sich nicht mehr beklauen. Wunderbar. Weg mit der Ninja-Puppe. Katzenpuppe. Komm schon. Du bist noch nicht schwach genug. Jetzt. Jetzt können wir es nochmal versuchen. Tada! Jetzt haben wir auch einen Katzen-Ninja in der Sammlung. Ninja-Katzen sind immer gut. Ja, okay, das waren jetzt nur Ressourcen. Ah ja, kommen auf der anderen Seite raus. Da ist bestimmt auch irgendein Rätsel, ne? Ja, ich sehe schon. Ach, sehe das Rätsel schon. Könnte es mal ausprobieren, ne? Ja, die lassen sich nicht schieben, solange wir... Ne. Solange wir da den kleinen Busch nicht wegbekommen, lassen die sich nicht schieben. Da ist noch eine Kiste. Die wird aber bewacht. Moment. Jetzt habe ich die Kiste gesehen, jetzt will ich die haben. Ja, ist vielleicht eine Ähnlichkeit, aber da ist es... Es kann nicht sein, dass die Puppe so aussieht wie ich. Du kannst so fest draufhauen, wie du willst. Die Modo-Magie wird nicht wirken. Die sieht irgendwie ein bisschen unfinished aus, ja. Mit der Frisur. Also irgendwie wirkt die doch etwas unfertig, die Puppe da. Aber okay. Die anderen beiden haben wir schon. Und ich weiß, dass es denen wehtut. Wie sieht es bei euch nochmal Feuer aus? Irgendwo bei Holi? Holi klingt besser. Das hat im Lanz aber schon wehgetan. Da muss man aufpassen. Wer macht sich überhaupt die Mühe, solche Puppen zu machen? Und warum hat sie nur ein Höschen an? Das frage ich mich auch gerade, ehrlich gesagt. Das frage ich mich gerade auch. Das war knapp. Okay, wir haben sie. Die Mad-Puppe haben wir schon. Ah, Judgment ist gerade im Cooldown. Dann müssen wir halt das machen. Ich bin vor dem Fluch befreit und habe überlebt. Schaden hast du gerade eben trotzdem nochmal abbekommen. Aber nicht so viel wie Lance. Judgment hat doch sehr weh getan. Was ist das? Magma. Oh, ein Stück Fleisch für den Herrn. Weißt du was? Da. Oh, Bacon. Bacon habe ich auch im Kühlschrank. Ich wollte Mittag einkaufen. Freue mich schon drauf. Da ist diese Kiste da. Da will ich aber auch dran. Sehe ich den Zugang? Nee, das ist nicht mehr so. Anna, bei dir ist keiner zu Hause. Aber du hast eine Menge Kupferblöcke hier in deinem Haus. Habe ich so viel Schlüssel? Ich glaube nicht. Ein Fächer-Zauberstab. Na, ja, so viel Schlüssel habe ich nicht, habe ich mir schon gedacht. Da brauche ich noch Pfeile. Nein. Noch eine und Dose. Das ist eine Playstation. Eine seltsame Konsole funktioniert irgendwie mit so einer Art Frisbee. Wir sehen allerdings schon ziemlich zerkratzt aus. Okay. Aha. Die sind da oben. Oh, ein bisschen Zeug. Hi. Das ist die Mama. Du siehst bedrohlich aus mit dem Messer in der Hand, wenn du uns fragst, ob wir zum Abendessen bleiben. Ja. Wir haben noch was zu tun.
Wir versuchen die Welt von bösen Monolithen zu retten, aber ich glaube, das wirst du uns eh nicht glauben, ja? Spielt auf jeden Fall vorsichtig, ich hab dich lieb. Ich hab den letzten Satz nicht gesehen. Ah, ich mag dich auch. Okay, ja. Gespräche. Papa! Sind das deine neuen Freunde, Anna? Sie sehen etwas aus, als hätten sie ein paar Sorgen. Er kommt zu mir, wenn sie dich zu irgendwas Gefährlichem zwingen wollen. Naja, sie sind meistens in Ordnung. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ich pass schon auf, dass sie dich aus der Reihe tanzen. Und welcher von denen ist denn dein Boyfriend? Dein Freund? Ist das der... Oh Mann, ist das der obdachlose Tramper da oder der... Typ mit der Knarre? Nein, nein, nein. Wir müssen gehen, Dad. Bis später. Da liegt die Axt. Jetzt haben wir die Axt. Was? Kräuterkunde! Viele Kräuter kann man auch zu Hause ziehen. Und Karotten und Radieschen sind gutes Gartengemüse. Man braucht keine spezielle Farm-Equipment dafür. Alles, man braucht, sind ein paar Samen, die man sehr günstig bekommen kann. Seinen eigenen Dünger zu produzieren. Nee, Produce. Doch, Produce ist natürlich ist ein Begriff für so selbstgezogen, für produzierte Lebensmittel. Bei verarbeiteter Rohstoff, also sowas wie Butter aus Milch, ist das auch Produce? Ah. Auf jeden Fall kann es Geld sparen, wenn man sich selber Gemüse anbaut, ja. Wenn man das Gelände dafür hat, auf dem Balkon funktioniert leider nicht alles. Und ich sehe schon, da ist wieder so eine Lücke, für die wir keine Leiter haben. Ja, die wir noch nicht haben, wo sie uns gerade darauf hinweist, dass wir diese Items da bekommen können. Wenn man nicht einfach drüber springt? Nein. Der ist süß. Der sieht total freundlich aus. Sind uns schon Bären begegnet in dem Spiel? Wie sehen die neuen Wie sieht das neue Bärendesign in dem Spiel aus? War eine sehr interessante Atmosphäre, nicht das, was ich erwartet hatte. Willst du dich etwa beschweren? Für dieses Mal nein. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen, also war das eine neue Erfahrung für mich. Was denn passiert? Wenn es dich nicht stört, dass ich frage. Oh. Er hat seine Mutter nie kennengelernt und sein Vater starb beim Bau von Minen. Er war aber auch ein ziemlicher Idiot. Ich komm eh besser klar ohne ihn. Alles klar. Ziemlich doof. Kann ich jetzt all meine Fehler dann auf meine schlechte Vergangenheit... Die Schuld für meine Fehler auf meine schlechte Vergangenheit werfen? Naja, nicht wirklich. Gib hier nicht vor, das Opfer zu sein. Du willst eine Flöte haben. Ich bin nicht wirklich ein guter Schütze. Ich mache lieber Musik. Aber die Sarah, die will, dass ich das unbedingt mache. Man. Vielleicht ist sie nicht die für mich. Die richtige für mich. Hey, Anna, hast du schon meinen neuen Freund getroffen? Ich bringe ihn dazu, mal das Jagen zu lernen, damit er mir all die ganzen Goodies sammeln kann. Das sind ja eine Menge Schätze im Wald, weißt du? Zielen kann aber nicht wirklich gut. Bist du sicher, dass du ihn da nicht überforderst, dass du zu viel von ihm verlangst? Er wird dir abhauen, wenn du ihn zu sehr rannimmst. Ach wo, der liebt mich doch bedingungslos. Er wird für mich alles tun. Er wird für mich ungefragt alles tun, naja. Schau, dass du ihn nicht aus Versehen umbringst. Er ist immer noch ein...
Anfänger mit dem Bogen, alles klar. Zielscheibenflair. Das ist nach einer Abkürzung von irgendwo her. Die haben wir noch nicht. Du bist uns schon ein paar Mal begegnet, da in dem tropischen Ding. Gucken, ob wir das nachgeholt bekommen. Nein! Bekommen wir nicht. Neuer Versuch. Ich will mich um den Großen kümmern. Den haben wir schon. Wenn du da drauf hast mit deinem Stock, stirbt's, wenn du zwei Schläge machst. Hey, seid nicht so gemein zu Anna. Nicht Anna, Natalie. Anna ist ein Backup. So. Zack. So, nachgeholt. Na, Feuer. Der brennt bestimmt gut. Look, noch irgendwas Neues? Nee, dich kennen wir auch schon. Zaubert sich Regen. Ob der das viel gebracht hat? Ich glaube eher nicht. Der ist wirklich. Spiegel. Waren das die mit dem physischen? Okay, das waren die. Gucken wir mal, dass wir die irgendwie kaputt kriegen. Okay, hat sich erledigt. Ging schnell. Die waren schnell kaputt. Ja, wieder hinten. Ja, habe ich doch gesehen. Das ist mein persönliches Geheimversteck. Du kannst diese Sachen aber gerne ausleihen. Waren ja nur Rohstoffe drin. Wäre da jetzt noch eine Waffe oder irgendwas für sie drin gewesen, fände ich das cooler, aber gut. Da müssen wir jetzt lang. Tada! Ab in den Wald. The Mystic Woods. Der sieht auch so verschlafen aus, der Bär da. Auch schwirren hier wieder Bienen rum. Habe ich irgendwie Angst vor. Was ist das denn? Feenstaub. Oho. Hier hinter das Ding. Wer lässt hier einfach so Minen und sowas rumliegen? Da ist noch der Rest von der anderen Festung. Ist die von da drüben runtergefallen, oder was? Tschack. So, noch ein Shot. Was bewachen Sie denn da, Herr Teddy? Oh, der sieht nicht mehr so grimmig aus wie im vierten. Sondern eher freundlich. Da hat man ja irgendwie schon... Will man denn eigentlich irgendwie nicht wehtun? Und der denkt mal wieder nur ans Essen, der Fressack. Also, was? Du kannst eigentlich mal... Okay. Damit ich mal grob sehe, wie stark du gegen diesen Bären bist. Der Hund, der sieht gar nicht so stark aus. Ah, schon erledigt. Heißt ja auch wieder Tanuki. Süß. Der Bär brennt. Bitte nicht töten. Danke. Reicht das schon für den Bären? Ich glaube nicht. Nope. Der ist noch etwas zu stark. Na, und jetzt ist er leider tot. Naja, gut, über das Stück Fleisch freut sich Matt. Hat nicht gereicht. Feuer ist keine so gute Idee gegen Tanuki Dog. Okay. Oh, da ist nochmal ein Bär. Okay. Was ist dort dann gut gegen euch? Eis. Eis, Eis, Eis. So. Hundi habe ich ja jetzt. Beim Bär weiß es noch nicht. Aber sie klingen immer noch so grimmig wie vorher.
gebären. Jetzt ist er sauer. Okay, interesting. Es ist ein Berserker-Modus. Wir sollten jetzt besser etwas vorsichtig sein, okay? Okay. Ich schalte den mal aus, weil die sind oft noch Heiler. Oder Buffer. Muss nicht unbedingt sein. Eben dachte ich, ist ja gerade da hinten explodiert. Diese Bowlingball-Attacke trifft sogar Spieler im Backup. Au. Das ist böse. Nicht töten! Gut. Yes! Brauner Bär. Was sind deine Schwächen? Gift und Feuer. Ah, Gift. Zack. Das ist allerdings auch wütend. Aber okay. Er ist vergiftet und er brennt. Hat er nicht mehr überlebt. Hulla. Langsam werden die Werte doch richtig, die Punkte doch richtig gut, die man kriegt. Ach, wieder nur Crafting-Zeug. Nun ist er hinüber. Sehr gut, Peach Lover. Sehr gut. Der Bär ist jetzt ein Hünübär. Ein Busch. Okay, das Pflanzending ist neu. Die sind uns in den Tropen auch schon begegnet. Aber da konnte ich sie noch nicht bezwingen. Den grünen Busch. So, bevor der anfängt zu schreien. Gift. Ja gut, das kann er ein bisschen wegstecken. Nein! Der wird dann natürlich mit Giftsachen auch geheilt. Lass dich fangen. Jawohl. Jede Menge Einträge noch nachholen, das finde ich gut. Sans wäre stolz auf dich, Peach Lover. Ja. Apropos. Undertale. Freitag. Ich versuch's nochmal mit Undine. Mal sehen, ob's klappt. Ich habe allerdings wirklich nur die eine Stunde Zeit da am Freitag. Mehr nicht. Lenz holt langsam auf. Eine Knarre aus Holz. Okay. Nehmen wir noch ein bisschen Erde. Um in die Kiste zu kommen, müssten wir über Seerosen laufen können, aber das geht noch nicht. Nein. Riesige Bäume! Genau da gehört sie hin. Zu Hause schon viel zu lange weg gewesen. Wir sollten da auch mal hochklettern. Der Boden des Waldes ist dick und sumpfig. Also müssen wir wohl den hohen Weg gehen, um herumzukommen. Aber da sind überall Würmer und es riecht und... Er findet Natur einfach total eklig. Halt die Klappe oder wir lassen dich bei den Riesen spinnen. Spinnen? Ich sehe keine. Aber ich sehe noch mehr Bär und Slime. Mit einer seltsamen Kopfbedeckung. Aber okay. Meine Freunde glauben nicht an Geister, aber ich... Meine Tante hat mir mal von einer Art Voodoo-Magie erzählt. Verfluchte Puppen und Spiegel können einen unvorbereitet mit vielen Tricks verwirren. Manchmal ist es das Beste, einfach vorbeizulaufen und vorzugeben, sie nicht zu sehen.
Wir sind auf einer Pilgerreise, um alle Schreine in dem Gebiet zu sehen. Ach, da stand ja was von einem Schrein, stimmt, auf dem Schild. Wir kriegen sehr viele Inspirationspunkte, wenn wir sehr oft beten. Ich werde die Götter nach unbegrenzter Eiscreme fragen. Wenn du meinst. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, wenn ich du wäre. Aber naja, ist doch eh nur Aberglaube. Das heißt, diese Wälder werden verflucht, aber es sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Ich denke, die Wachen wollten uns einfach nur erschrecken, damit sie vorgeben können, dass sie sehr mutig und stark sind. Jeder weiß doch, dass es Geister nicht gibt. Alles, was ich sehe, sind Haufen Katzen und andere Tiere hier. Einfach nur, denkt immer nur dran, immer den Pfeilschildern zu folgen, wenn ihr euch verlaufen solltet. Und nicht wisst, wo ihr hin müsst. Hier war kein Pfeil. Aber okay, wir können ja nicht über die Seerosen laufen, also war das ja wohl klar, dass wir hier lang müssen. Da müssen wir einen Blumentopf verschieben. Das geht aber erst von der anderen Seite. Da, Anna-Puppe. Was bewachst du da? Zwei Anna-Puppen. Oh. Hey. Oh, komm, da packen wir doch mal den hier wieder aus. Der. Oh ja, der war gut. Cyclone ist toll. Ich denke, selbst wenn ich Undine besiegen sollte am Freitag in der einen Stunde, komme ich auch mal kurz ohne dich, Glapitschi. Da ist ja da nicht so... Wahrscheinlich werde ich eh die ganze Stunde brauchen, um Undine überhaupt zu besiegen. Schauen wir mal. Die ist ja ziemlich fies. Der kugelt er wieder durch. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich sie in der einen Stunde besiege. Und dann endlich weiterkomme. Und es wird nicht besser danach. Oh je. Nur Ressourcen bewacht. Na gut, ist da noch eine zweite Kiste? Schade, nein. So, Teddybär. Auch alles wieder nur Gegner, die wir schon kennen. Okay. Der ist jetzt leider am Cooldown. Was können wir stattdessen noch nehmen? Die Sushi-Katze. Ah, die hüpft so schön rum. Der eine Spiegel ist kaputt. Sehr gut. Leider. Na, ja, wobei das hat sie. Aber das bringt wahrscheinlich die Spiegel. Nee, doch. Doch, ich habe tatsächlich eine mehrere Gegnerattacke. Macht die Gegner manchmal sogar schwerer. Hui. Gravitationszauber. Da muss ich immer an Diablos Final Fantasy 8 denken. An die... Wie hießen sie? Guardians hießen sie im 8. Genau. Die Summons im 8. Die fand ich ziemlich cool. Diablo bekommen war aber nicht so einfach. Monster muss ich am Freitag dann, wenn ich und die besiegt habe, in Hotland töten, okay? 43 könnte schon ein bisschen dauern. Ja. Je nachdem, wie zickig sie sind mit dem Spawnen. Wieder eine Kiste, die so gar keinen Sinn macht. Dreimal das gleiche Item. Warum hat er nicht einmal 8 Blumen gemacht und dann was anderes? Aber okay.
Den großen kennen wir noch nicht. Sieh mal an. Großer Schoko-Eis-Slime. Na, der hält was aus. Oh ja, der hält ziemlich was aus. Was sind die Schwächen von den Kleinen? Ah. Das tut dem Großen doch bestimmt auch weh. Und er ist jetzt schwer. Was bringt denn schwer? Bekommt mehr Erdschaden, aber weniger Wind. Wie interessant. Ah, nicht gereicht. Das dürft ihr nicht töten. Jetzt oder müssen... Ich muss wahrscheinlich noch Debuffs drauf machen. Ja, wir müssen debuffen. Gameplay zu dem Kampf mit Sans habe ich ja schon ein paar gesehen. Ich glaube, damit komme ich eher zurecht. Als mit diesen Pfeilen da bei der Undine. Mit denen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Die sind so mein Problem. So. Geht's jetzt? Nope. Die Welt-Debuff kann er hier noch anbieten. Der spuckt durch Schokosoße. Nicht doch! Ach, wieder im falschen Moment. Oh Mann. Kommt noch einer? Nein, es sind Slime-Bunnies. Ach, verdammt! Verdammt. Na gut, ein andermal. Was ist denn jetzt hier drin? Wow. Leuchtende Pilze, ein Schneckenmonster und es geht noch weiter hoch. Ihr gefällt es auf jeden Fall auch total. Er fragt sich nur, ob er die Pilze essen kann. Sehr verlockend, sie zu probieren, aber er hatte schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Er hat eine Allergie gegen Pilze. Alles klar. Hi. Du willst also den Feenstaub, den ich hier schon gesehen habe. Was ist das andere? Böse Sens. Bitte ignoriere nicht meine Bitte. Wie du sehen kannst, wurde ich von der Gefahr gezwungen, in diesem Baumstumpf Zuflucht zu suchen. Wenn du ein paar Proben von guter und böser Energie für mich hast, zeige ich dir mit Freuden, wie man den unglaublichen Wiederbelebungszauber benutzen kann. Revive ist cool. Allerdings fehlen uns da. Aber ich sehe da drüben schon ein weiteres Fläschchen. Wir sind so weit oben, man kann nicht mal den Boden sehen. Schieberätsel. Nee, so funktioniert das Schieberätsel nicht. Upp. Nein, das funktioniert so nicht, das Schieberätsel. Dü. Was hat er sich da wieder Gemeines ausgedacht? So, jetzt. Ganz so dumm bin ich dann doch nicht. Der Pfeil zeigt uns darüber. Ich will aber erstmal wissen, was rechts ist. Okay. Selbst Rüstung fängt jetzt an, hier gegen uns zu kämpfen. Ist ja ziemlich gefährlich. Neue Gegner. Von denen will ich aber jetzt gerade schon wissen, wie die funktionieren. Was haben wir denn hier? Verbrannter Gefallener. Rüstung eines cleveren Ingenieurs. Feuerangriffe, Zeit, Magie. Sollte man natürlich nicht mit dem Feuerschwert angreifen. Logisch. Und
gerösteter Glibber. Dunkel- und Feuermagie. Okay, das wird jetzt interessant. Da kommt noch eine zweite Welle. Wie weit bringt das? Okay, die sind tot. Seid ihr damit schwach genug, um euch zu fangen? Noch nicht. Der hat sich gebufft. Das wäre eine schlechte Idee. Aber das war schon nah dran. Vielleicht bringen die zwei... Bringen jetzt die zwei Debuffs schon. Jawohl, den haben wir. Dankeschön. Ich habe schon gegen Lehmstatuen gekämpft, aber das hier ist schon ganz schön anders. Sind das Geister? Ja, das ist eine gute Frage. Bombenschaden heilt ihn. Und dein Messer ist... dein Feuerschwert ist auch keine gute Idee, aber das müsste funktionieren. Und der Bubble Strike müsste funktionieren. So. Zack. Nimm das, Iron Man. Das war die Iron Man, aber okay. Oh, Feuer Sprites. Die sehen aus wie Flame Princess. Also killen wir sie besser. Wenn du das meinst. Erstmal schalten wir die aus. Oh, wow. Okay. Hat er das reflektiert gerade? Okay. Die heilen sich mit Brandschaden. Das ist nicht gut. Hat er gerade zurückgeworfen? Wie hat er das gerade gemacht? Ach nee, wir sind verbrannt. Jetzt sieh's. Jetzt habe ich's gesehen. Der Mette brennt. Der brennt ja. So. Holy war auch gut. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, und der ist weg. Ja, gut, das bisschen Feuer steckt da mal weg. Warte mal, du tötest eine von denen? Okay. Wenn ich das jetzt mache, sind die allerdings... Nee, doch nicht tot. Okay. Aber jetzt sind sie tot. Ach Mist. Ich kann es mal versuchen. Ah, das passt. Sehr gut. Jawohl. Eine gefangen. Sehr schön. Ich hatte sie eigentlich eher für eine Kiste hier oben gehalten, aber... Waren sie dann doch nicht. Na, laufst du darüber? Huch, guck mal an. Oh. Ja, ist okay. Na, aber an die Kiste kann ich trotzdem. Lass mich da dran. Neuer Katzenkrieger. Ein Magier nehme ich mal an seinem Stückchen in der Hand noch. Ah, ich würde so gerne das Cyclon da reinschmeißen. Wenn ich das mache, ist die Katze tot. Fürchte ich. Okay. Nein! Ah, okay. Ah, danke. Mist. Och, nicht das. Die rufen Nachschub. Alles klar. Das ist fies. Euch habe ich aber alle schon. Ich hatte es auf den Katzenmagier abgesehen, aber den habe ich dummerweise getötet. Den habe ich dummerweise gerade selber getötet. So.
Der ist was? So. Kriegen wir noch eine Chance? Nee, war ja nur eine Welle. Nee. So. Oh ja, immer her damit. Ist bei euch noch ein Katzenmagier dabei? Ja. Oh ja. Aber was mache ich? Nein, Matt tötet den bestimmt aus Versehen. Nie im Leben lässt er sich schon. Naja, war zu befürchten. Manche Würmer tragen vielleicht ein Virus bei sich. Ah, ist das vielleicht... Das könnte eventuell vielleicht eine Anspielung auf Zecken und FSME sein oder so. Auch wenn sie keine Würmer sind, aber... Vielleicht hat er daran gedacht. Bei dieser Anspielung. So, jetzt haben wir den Magier. Cat Wizard, so. Wie war das bei euch mit Dunkel? Alles klar. Der hat ihn nicht berührt, der hat nur ein paar Spinnenfäden nach dir gespuckt. So, jetzt möchte ich gern wieder danke. Nicht zerbrochen, Mist. Zerbrecht ihr jetzt? Jetzt, ganz weg. Immer schön nachholen, Lenz. Da war noch ein Wizard dabei, das war gut. Sehr gut. Was? Schon? Oh, ich will aber noch nicht. Verdammt, aber ich muss so viel Kartoffeln schälen fürs Abendessen. Ich will eigentlich noch gar nicht aufhören. Ich will gar nicht aufhören. Ja, ich muss es wohl. Ach gut. Bis ich alle Kartoffeln geschält habe, bis die gekocht sind, ne? Mist. Naja, gut. Aber ich bin ein bisschen weiter gekommen. Lenz ist tot. Jetzt ist meine andere Sorge nur noch Undine am Freitag. Vorher schön ausruhen. Vielleicht ein bisschen belebenden Tee trinken, dass ich nicht so müde bin, wenn ich mich mit der anlege. Und dann schauen wir mal. Ich möchte Undertale eigentlich gar nicht aufgeben. Weil ich an einem Boss nicht vorbeikomme. Aber ich habe vorher nicht viel Zeit, weil ich unterwegs bin. Und danach bin ich nämlich auch wieder weg. Deswegen habe ich leider nur diese eine Stunde. Ihr könnt ja vorbei schon mir jede Menge Glück zuschuffeln, dass ich da das hinbekomme am Freitag. Aber jetzt muss ich weg. Ich muss, wie gesagt, eine Menge Kartoffeln schälen für den Kartoffelsalat. Weil mein Schatzi davon nämlich auch die nächsten Tage noch was zum Mitnehmen haben soll für die Arbeit als Mittagessen. Und es wird ein bisschen dauern. Danke fürs Einschalten. Lenz ist down. Party ist vollständig. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir demnächst beim Floßbauer vorbeischauen. Ich sehe euch entweder am Freitag oder halt nächste Woche dann wieder. Vergesst nicht fleißig, die Krümel zu sammeln hier im Chat. Ja, die könnt ihr einlösen, zum Beispiel für den Supporter-Discord-Zugang. Oder andere feine Dinge. Ich muss mir da noch ein paar Sachen ausdenken. Über Streamlabs. Aber ich denke, ihr habt... Doch, ihr habt da bestimmt... Schön gesammelt heute. Ich habe es aber auch sehr hoch gesetzt. Die Punkte. Ja, natürlich habt ihr da schön gesammelt. Ich muss mir da noch ein paar Belohnungen ausdenken. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, lasst sie mir gerne irgendwo da.
Social Media oder dem YouTube-Kommentar oder sonst wo. Ich bin dann mal weg. Ich sehe euch nächstes Mal, ne? Ciao, ciao. Bis dann.